Jetzt geht's los. Der Sommer ist zu Ende. Ich zeig's euch, woran ich das festmache. Ich glaube, ich nehme es zum Anlass und wir sprechen mal über den Tabak. Ich habe mir heute nämlich einen Klassiker besorgt, den ich noch gar nicht kenne. Ist in aller Munde, sage ich euch gleich. Ich kenne ihn gar nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe gerade gebastelt. Jetzt werde ich gleich hier in der Werkstatt ein bisschen aufräumen, wollte mich da auf meine neuen Stühle setzen. Ja, und dann wird das jetzt gleich spannend, weil dann habe ich freie Sicht. Ist auch immer irgendwie scheiße. Naja. Ich räume ihn auf, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Dann ist das Feld wahrscheinlich schon abgemäht oder abgehäckselt. Und dann trinken wir halt einen Kaffee mit freiem Blick und rauchen einen Tabak zusammen. Jetzt nochmal moin. Hier ist Björn aus Ostfriesland. Sie sind jetzt wieder weg. Sie haben nur angehäckselt, glaube ich, nennt man das. Dann fahren die nämlich mit so einem Häcksler und einem so einem Typen eben halt mit einem Trecker und Anhänger fahren die hin und machen schon mal die erste Spur und so weiter, alles klar. Und das machen sie wahrscheinlich bei vielen Feldern oder bei eben allen, die der Typ denn eben hat, damit es denn, wenn, keine Ahnung, morgen oder in den nächsten Tagen dann wirklich gehäckselt wird, dass sie denn bei jedem Feld gleich einen Anfang haben und so durchstarten können, denn mit ganz vielen Anhängern und Treckern und so weiter. Naja, das nur am Rande. Ja. Ganz spontan denke ich, Mensch, lange kein Video gemacht, meldest dich mal wieder. Tut mir extrem leid, dass ich beim letzten Video nicht einen einzelnen Kommentar beantwortet habe, weil nach dem Video quasi nächsten Tag oder übernächsten Tag sind wir gleich in Urlaub gefahren und dann war da keine Gelegenheit. Naja, und wenn es denn irgendwie zu lange her ist, dann gebe ich ganz offen zu, ich auch irgendwie dann keine Lust mehr, ich weiß auch nicht, und dann kommt man davon ab. Aber bitte, ich habe alle gelesen natürlich und freue mich tierisch, also ihr entschuldigt, dass ich einfach ab und zu da mal so ein bisschen schludrig bin. Wenn ich nicht antworte, heißt das nicht, dass ich nicht gelesen habe. Aber warum melde ich mich jetzt endlich mal wieder? Es gab nämlich in Sachen Pfeife und bei mir ja vor allem Tabak nicht wirklich etwas. Aber heute Morgen, Wochenendeinkauf, bin ich im Wohlsdorf Tabak Zeitschriften Kiosk wie auch immer Ding bei mir im Supermarkt, kauf den üblichen Navy Flake und Filter und Reiniger und so weiter, und dann sagt die Frau zu mir ganz stolz, ja, gut, dass du da bist, sie soll mir von der Chefin ausrichten, sie hätten hier einen neuen Tabak im Sortiment, der würde mir vielleicht gefallen. Und dann zeigt sie mir Orlik Golden Sliced. Ist ein absoluter Klassiker, hört man immer wieder. Alle Nase lang spricht irgendjemand darüber oder raucht ihn. Und mir ist aufgefallen, obwohl es ja irgendwie so ein Klassiker ist, viele sagen, er sei ähnlich wie so ein Navy Flake. Ich glaube, ich habe den ein einziges Mal geraucht vor vielen Jahren, kann mich überhaupt nicht erinnern. Also kann man quasi fast sagen, er ist mir eigentlich unbekannt. Und die Packung sieht auch schon cool aus. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Und das dachte ich, können wir doch mal gemeinsam machen. Da sind 50 Gramm drin. Kosten 11,95 Euro, also 12 Euro. Naja, ist eine Ansage. Gucken wir mal, was da drin ist. Fühlt sich irgendwie fest an. Ist das ein Plug oder wie so ein Strang, wie so längere Flake-Scheiben, die da so aufgerollt sind. Mal gucken. Keine Ahnung. Oh ja, okay. Hey, das sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus. Also da sind so quasi so lang. Oh, warte mal, was ist das denn jetzt? Das ist ja interessant. Bevor ich jetzt irgendwas erzähle, gucken wir erstmal. Okay, ja, das ist so ein quasi ein ganz langer Flake-Strang. Wenn man jetzt wahrscheinlich an einem Ende hier anfasst und loslässt, dann entrollt er sich und dann habe ich wahrscheinlich einen Meter Tabak in der Hand. Okay, ja, nicht schlecht, oder?
Ach so, wenn wir ihn schon gerade draußen haben. Das riecht jetzt wirklich richtig mild. Und tatsächlich riecht es ein bisschen süß. Und von der Erscheinung her, so hellbraun, ich würde sagen, das ist ein reiner Virginia. Das ist, glaube ich, auch, ne? Ich zuppel da jetzt mal ein bisschen was von ab. Mach mal so hier so ein bisschen erstmal oder noch ein klein bisschen dazu. Ich habe dem zu Ehren, dem Tabak zu Ehren, meine alte oder gute Winslow genommen. Eine meiner besten quasi. Auch ich immer, wenn es besonders sein soll. So, ich hobel das mal auf, stopfe es in die Pfeife. Und dann komme ich sofort wieder, okay? Okay. Erste Mal jetzt, wie gesagt. Würde mich mal interessieren, ich gehe davon aus, ganz viele kennen den Tabak. Ist es ein naturnaher Tabak oder ist da irgendwie ein ganz leichtes Aroma drin? Also ich bilde mir ein, dass ich da ein bisschen was schmecke. Jetzt bei weitem nicht so, als wenn man sich so einen aromatisierten Virginia holt, so wie ich letztens da vorgestellt habe, den Elwood Nummer 2. Aber so ähnlich wahrscheinlich wie der Navy Flake von Mac Baren, da ist ja auch so ein typischer Geschmack drin. Obwohl ich den trotzdem als einen naturnahen Tabak, einen naturnahen Virginia irgendwie bezeichnen würde. Ja. So. Einmal noch zünden, dann brennt er. Ja, kann man verstehen, ne? Das ist ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, ganz normaler Virginia. Eher ein bisschen trocken, was gut ist. Lässt sich problemlos aufrubbeln und hierzu entzünden. Und ist auch typisch Virginia-mäßig, dass man ihn wahrscheinlich vorsichtig rauchen muss, weil er sonst schnell heiß wird oder so ein bisschen bissig auf der Zungenspitze. Viel mehr kann ich da gar nicht, oder will ich da gar nicht zu sagen. Ich wollte ja jetzt hier nicht ein Orly Golden Sliced Review machen. Ich habe einfach gedacht, wir machen mal diesen Moment zusammen. Ich zeige euch mal, was ich heute gemacht habe. Ich bin hier in meiner Werkstatt, oder was so eine Art Werkstatt sein soll oder werden soll. Da habe ich ja vor ewigen Zeiten schon mal ein Video drüber gemacht. Und dann ist es ja immer so, ich gehe mal erstmal noch mal einmal raus ins Licht. Dann ist ja eine von meinen Spezialitäten, wenn ich so Sachen mache, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Ich mache immer so Sachen und dann so bei 80-90% höre ich auf. Krieg ganz viele Sachen ewig nicht richtig fertig. Und so ähnlich ist es hier. Ich habe damals ja hier hinten zwei so, ja, so einen Schrank gebaut. Ich weiß gar nicht, war das schon fertig? Beim letzten Mal. Kann man jetzt so auch machen. Und dann ist da so Werkzeug drin und lauter Regale. Ist wunderbar. Kann man nicht zumachen, kommen nicht ganz so viele Spinnen rein. Und dann habe ich mir hier eine Arbeitsplatte gebaut. Schränke mit einer Arbeitsplatte. Und jetzt seit etwa einem Jahr oder länger, ich müsste mal gucken, wann das Video eigentlich war, weil ich es gemacht habe, seit etwa einem Jahr war hier keine Platte drauf. Und dann liegen da Bretter drauf und man fummelt trotzdem irgendwie und ich krieg's nicht hin, da eine Platte drauf zu machen. Ganz komisch, jetzt habe ich es gemacht, hier super.
Morgen fahre ich hin. Wir wollen morgen mal ganz kurz in einen holländischen Supermarkt direkt hinter der Grenze. Und da ist so ein Actionmarkt. Die haben immer ganz preiswert Farben. Dann hole ich mir noch wieder hier die Farben. Und dann wird das Ding lackiert und dann ist das auch gut. Und ja, da habe ich jetzt heute 3, 4 Stunden gebraucht. Und dann fragst du dich eigentlich, wieso hat es jetzt 1 Jahr oder 1,5 Jahre gedauert? Und ansonsten, bin ich ganz erstaunt, dass so ein schönes Wetter ist. Wie gesagt, ich wollte mich nur kurz melden. Zu berichten hätte es letztes Wochenende was gegeben, weil Wolfgang zu Besuch war. Aber es war irgendwie, hat sich irgendwie nicht richtig angeboten und es war quasi so eine Art, ja, einfach ein Besuch. Er war mit seiner Frau da und wir sind gemeinsam in Burtange gewesen. Das ist so eine Festungsanlage in der Nähe vom Emsland, ganz knapp hinter der Grenze in den Niederlanden, Burtange. Also toll, wer da mal vorbeikommt, mal googeln und dann mal hinfahren, hundertprozentig. Da sind wir gewesen und dann haben wir eine Radtour gemacht und so weiter. Aber es hat sich einfach irgendwie nicht ergeben. Bitte entschuldigt, ja. Und ansonsten sitze ich jetzt hier, genieße die Sonne, habe nicht mehr zu berichten. Nochmal danke immer für die Kommentare und die wirklich freundliche Feedback immer und entschuldigt, dass ich mich beim letzten Mal nicht wenigstens mit einem Herzchen oder so gemeldet habe oder zurückgemeldet habe. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht gelesen habe oder mich nicht drüber freuen würde. Also, sonnige Grüße aus Ostfriesland und keine Versprechung, dass die Frequenz jetzt wieder mehr wird, aber ich melde mich ganz bestimmt wieder. Okay? Also, tschüss.